Viele Banken verlangen inzwischen Gebühren für den Bargeldverkehr. Nun experimentieren offenbar auch Einzelhändler mit absurden Zusatzkosten. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete, sorgte ein Fall in Stuttgart für Ärger. Der Kunde eines Elektrohandels wollte die Reparatur seines Fernsehers bezahlen, doch seine Bargeldzahlung sollte 25 Euro extra kosten, weil es eine, Zitat, abweichende Zahlungsart sei. Eine alternative Zahlungsmethode wurde jedoch gar nicht angeboten. Der Kunde verständigte Verbraucherschützer, die daraufhin Klage gegen den Händler einreichten. Dunja Richter, Juristin der Verbraucherzentralen, sagte der FAZ, Zitat, so etwas ist rechtswidrig. Die Firma musste eine Unterlassungserklärung abgeben und darf seitdem keine Barzahlungsgebühr mehr verlangen. Auch bei ähnlichen Fällen im Onlinehandel fordern die Verbraucherschützer, den Kunden müsse immer eine, Zitat, gängige und zumutbare unentgeltliche Zahlungsmöglichkeit zur Verfügung stehen.